dann auch reinspringen ins Spiel. So, aber im Spiel sind wir noch nicht. Wir schauen uns erst noch mal ein bisschen die Spiele an. Und jetzt gehen wir rein. Complexity gegen Furia. Hier im ersten Match von Gruppe B des Americas Minor. Stanislaw hier direkt mit dem Blick Richtung B. Und wir haben einen Dreimann-Mitte-Aufbau von Complexity. Während Furia vor B wartet und wahrscheinlich erstmal in der Mitte Druck macht. Es könnte ein schneller B-Split werden, den Furia hier vorbereitet. Und das wäre dann ein großes Problem, aber das scheint Complexity schon zu riechen. Sie haben Dev schon rübergeschickt. In der Mitte macht Yay den ersten Frag. Art is down und damit kein Druck aus der Mitte oder über den Schacht. So muss Furia jetzt einen in den Shotgun reinschicken. Als erstes geht's Backe daraus. War sein Entry. Dev down. Da kam die gute Support-Flash, aber Stanislaw schießt vorbei. Yay ist in den Shotgun rein. Macht da Kill Nummer 2 und 3. Und den letzten sieht er da hinten auch noch, denn Android hat vorher noch einen Frag gemacht. Nur KSC noch übrig. Heißt er wirklich KSC? Lass mich gerade nochmal nachgucken. Er heißt KSCerato. Okay. Ich nenne ihn KSCerato. Ich denke, das geht mir recht leicht von den Lippen. Und damit geht die Piste round an Complexity. Durch starke Shots von Yay, eine gute Support-Flash auf dem B-Spot, der das Tempo ein bisschen rausnimmt bei Furia. Und Complexity, die investieren in zwei SMGs nur. Relativ wenig für das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben. Damit ein bisschen mehr Firepower drin. Und ansonsten vier Deagles und eine Scout in den Händen der Brasilianer von Furia. Shazam. In der Mitte. Ganz alleine. Sofort gibt es den Boost. Man merkt, wie wichtig diese zweite Runde ist mit so einer kleinen Aktion. Oh, die Nate kam gut. Yuri und KSCerato. Ah, die sind direkt mal hart getaggt worden. Das ist natürlich für die M4, also für alle Waffen eigentlich schön. Alle Spieler schön bei Complexity, wenn der Damage von den Nates so hoch ist. Aber das ist am Boost sehr häufig der Fall. Da hat Jay auch den ersten gemacht. Seine Position direkt verraten. Gibt sie dann auch wieder auf und kriegt den Scout-Hit sofort, den Follow-Up-Hit. Da passt Dev in der Mitte auf. Shazam verhindert, dass Furia in dem Moment auf den Spot laufen kann. Das ist auch die M4, die da gedroppt ist, aber da der nächste Scout-Hit von Art. Der ist jetzt down. Shazam damit zwei weiteren. Kann er den Plant verhindern? Es sieht nicht so aus. Haben vielleicht auch gedacht, dass Vinny hier einen Fake-Plant reinhaut. Oh, der macht da noch einen Frag. One-on-one. Was für Deagle-Shots von Vinny. Und der könnte das jetzt natürlich auch regeln. Hat sich hier erst einmal die Scout geschnappt, aber ich denke, das war mehr Zufall. An der Whiteball hier und da gehen die Schüsse vorbei, aber irgendwie hat Stanislaw da nicht getroffen. Der Scoutet auch daneben und Ende mit dem Molotov zusammen, bekommt Stanislaw diesen Frag und die Runde geht tatsächlich noch an Complexity. Aber starker Versuch von Vinny. So, und Furia wird sich ärgern. War eine Riesengelegenheit. Stanislaw viel verschossen in dem 1 gegen 1. Das muss man eigentlich ausnutzen. Das konnten sie hier nicht machen. Aber sie wissen, sie haben viel Damage gemacht. Gerade die Scout hat super gut funktioniert. Und sie forcen genau deswegen auch nochmal rein. Normalerweise würde man jetzt eine Eco sehen. Aber weil Complexity kein Geld aufbauen konnte, ist die Möglichkeit natürlich da, hier direkt ein Reset bei Complexity hervorzurufen. So, und mit dem Bombenplant eben war auch so viel Geld drin, dass man hier sogar drei AKs, eine Galil, also vier Rifles hat. Und Furia, das kann man eigentlich schon als erste richtige Waffenrunde werten. Und Android hat da nur eine XM. Ich muss hier gerade mal auf die Waffen bei Complexity schauen. Auch noch eine MP9 dabei bei Dev, der hier vielleicht sogar davon ausgeht, dass das keine Buyround von Furia ist. Was mich ein bisschen stört, ist, dass Art dann keinen Helm dabei hat. Vinny zieht sich aus dem Türraum auch erstmal wieder zurück. Und ich habe das Gefühl, Complexity, ja, geht jetzt mit der Flash da rein. Art auch direkt down. Der fehlende Helm hat sich da bemerkbar gemacht. Kleine NA Nate, NA Molly von Dev. Das kann passieren. Aber sie behalten ja die Kontrolle über die Main und gehen danach auch raus. Können sich jetzt also wieder verstärkt auf die Mitte konzentrieren. So, und Android eigentlich eine richtig schöne Position mit der XM. Stanislaw hat auch noch viele Nates, aber dieser Contact B-Go verhindert jetzt eine gut getimte Flash. Ah, die kommt jetzt und da wäre sie zu spät. Sie ist nicht mal rausgekommen und Stanislaw verschätzt sich. Guter Shot hier von Android. Der wird jetzt den Nahkampf ausspielen. Was eine Disziplin. Er zieht nur Fokus. Kann dann sogar die AK mitnehmen. Das war wirklich nice gemacht von ihm, dass er da nicht direkt auf den zweiten geht, sondern genau weiß, wenn ich jetzt auf eine mittlere Distanz rumziehe, kann die XM mich verlassen. So
bleibt er eben in der Deckung. Der Gegner müsste nah rankommen. Im Nahkampf ist die XM am stärksten. Und ja, Android hat das wirklich saustark gemacht. Und hier Shazam am Ende mit dem Doppelkill. Da hat er Glück, dass sie sich aufreihen. 3:0. Und dadurch, dass das eben eine Buy-Round war, muss Furia jetzt direkt wieder in eine Sparrunde. Yuri aber mit der ersten Schelle. Android down und Stanislaw damit alleine. Der wechselt erstmal von der MP9 weg. Da haben sie auch gesehen, dass das Mitte rausgeht. Yay, schaut er, dass sie nicht so leicht in den Schacht reinkommen. Sehr guter Molly. Die Nate hinterher macht auch gut. Schaut, oh, die reicht sogar aus für einen Frag. Jetzt muss Stanislaw aufpassen. Zumindest diesen einen Frag gemacht. Die Bombe angesagt. Shazam inzwischen mit auf den Spot geschoben. Furia konnte die Rotations von Complexity da nicht handeln. Und das hat Shazam auch gut gemoved. Er geht allerdings nochmal gegen Yuri down. Die Runde schon wieder teuer. Yuri schafft es aber nicht, da nochmal ein 1 gegen 1 draus zu machen. 4:0. Für Complexity und Furia, die können jetzt mal richtig kaufen. Viele Granaten, bisher eigentlich ganz gut mitgespielt, immer viel Damage gemacht. Ihr seht die Reserve bei Complexity eigentlich nicht vorhanden. Und Furia könnte es immer noch schaffen, mit einer gewonnenen Runde direkt eine Eco bei Complexity zu erzwingen. So, Art macht das Fenster da mal ein bisschen auf. Das verrät eigentlich noch überhaupt nichts. Hey, man hätte auch eine Cross-Smoke werfen können. Da gibt es meistens noch keine Rotation von B. Yay, sieht, dass sie rauskommt. Muss sofort weg. Oh, und dann fehlt die CD-Bake-Smoke. Was ist denn da bitte kaputt? Was macht Furia denn da? Viel zu spät. Die hatten noch ein volles Nate-Set bei allen 5 Spielern. Android aber mit Problemen. Geht hier gegen Vinny down. Immer noch eine Überzahlsituation. Für Complexity. Die Bombe noch nicht gelegt. Da muss nochmal nachgesmoked werden. Die Schachtgangkontrolle für einen kurzen Moment weg. Aber da geht kein Complexity-Spieler hin. Jetzt der Plant für den Schachtgang. Die Kontrolle wurde von Vinny übernommen. Aber ich habe das Gefühl, dass Complexity den Retake geplant hat. Jetzt der Molotov rausgeflogen. Können nicht über den Heaven rausgehen. Es fehlt noch eine Flash, damit der Go gestartet werden kann. Der Retake gestartet werden kann. Und Castellato ist da durchgehüpft. Ist jetzt unterm Blauen eigentlich ein gutes Setup, das Furia da gewählt hat. Der Spotspieler muss da ganz lang überleben. Noch ein Molly drauf. Jetzt tickt die Bombe immer schneller. Da kommt der Zugriff. Castellato, der fällt. Vinny hat ein gutes Timing, aber der ist auch Sparker down. Vinny jetzt Last Man Standing. Der Diffuse ist dran. Er zielt nicht mal links rum, wo es eigentlich notwendig wäre. Versucht da einen leicht zu bekommen und dann eben mit einem Schritt nach vorne schnell den Diffuser zu holen. Aber Complexity Ruhe bewahrt. Gut getimte Flash und Furia kann diesem Retake nicht standhalten, aber mit dem Plant und mit dem vollen Loser-Bonus, den sie inzwischen haben, können sie direkt nochmal nachkaufen. Trotzdem Furia hier mit einem wirklich dicken, dicken Bock, dass die CD-Base-Smoke so lange gefehlt hat. Haben wahrscheinlich gehofft, dass sie die Frags bekommen, während sie rauslaufen, aber Complexity stand eben sehr defensiv in dieser Waffen-gegen-Waffen-Runde. So, Stanislaw. Eigentlich ziemlich gut, dass die Smoke da liegt, denn damit können sie... Oh, der Bang! Hätte fast gepasst. Sie wollten eigentlich in den Schacht boosten. Aber mit dem Feuer, was da dagegen kam, haben sie das lieber sein lassen. Guter Winkel hier von Art. Dev geht down. Der hat aber vorher an der Tür den Frag gegen Vinny machen können. So, und da geht Art schon raus. Ich dachte, er würde nur faken, weil eigentlich war seine Teammates noch nicht bereit, um diesen Go mitzunehmen. Aber sie haben Glück. Shazam steppt da noch in die AWP von Sparker rein. Mit dem Positioning von Yay rechnen sie eventuell nicht. Der verändert sogar nochmal den Winkel, falls die AWP da hinten anzieht. Hat Glück, dass da gerade kein Step kam. So, und Yay, da ist der erste. Castellato war schon low. Sparker mit der AWP geht da auch noch down. Yay gerade viel zu stark für die Jungs von Furia. Und Complexity schon mit dem 6:0. Furia gefällt mir überhaupt nicht. Verdammter Mist. Da habe ich meinen Coin wohl falsch gesetzt. Das war wirklich bis hierhin eine ganz, ganz schwache Leistung. Viele ganz grobe Fehler von Furia. So, habe ich jetzt keinen Sound mehr? Oder haben sie den... Ich glaube, den haben sie ausgemacht. Ja, die haben den Sound ausgemacht. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Oder hier? Nee, passt alles. Was könnten sie umstellen? Ich finde, ihr B-Play, es funktioniert eigentlich ganz gut. Sie müssen halt nur aufhören, diese groben Schnitzer reinzuhauen, wie eine vergessene CD-Base-Smoke. Weil damit hätten sie den Frag gegen den einen Spieler auf dem Spot erzwingen können. Das ist schon sehr hart, was Furia uns da gerade zeigt. So, Complexity. Für die
fühlt sich das hier natürlich gerade echt nicht schlecht an. Da aber die früher Boost Smoke geworfen, die Nate kommt ein bisschen zu spät, macht noch ganz, ganz wenig Schaden an Art. Wollte Art da so runter, dass er keinen Step macht. Es sah so aus. Yay mit den Jumps. Hat aber nicht gesehen, dass Art davor ist. Und das ist halt jetzt ein Problem. Da hat Art den Vorteil. Bekommt in der Echo den Frag in der Mitte. Der Artport jetzt sehr weit offen. Wenn Def hier noch einen Kill machen könnte, wäre das natürlich gut. Seine Nate kommt gar nicht so schlecht. Hat aber tatsächlich keinen Molly mehr. Obwohl, er hat seinen Molly geworfen. Entschuldigt. Ein HP nur noch. Bei Spacker. Könnte Furia so die erste Runde bekommen aus einer Eco heraus. Jetzt kommt Art sogar mit dem Backstep. Schöne Aktion, aber da nur einen draus gemacht. Zumindest sehr viel Schaden noch gegen Dev. Ja, und da geht Dev auch down. Der Retake kommt. In der Main steht einer. Der wäre fast gefallen, aber gut reagiert von Spacker. Und Shazam kann einfach diese Übermacht von Furia da gerade nicht handeln. Das 4 gegen 1 zu viel für ihn. Nur einen kann er machen. Und so die erste Runde für Furia, 6 zu 1 der Spielstand. Aus einer Eco heraus. Ein kleines Play, das da funktioniert hat. Mal gucken, ob Furia da wirklich drauf aufbauen kann. Das wird sehr, sehr schwer. Aber vielleicht sehen sie gerade, dass die Mitte-Kontrolle gegen Complexity gut funktionieren könnte. So, Art. Flasht da erstmal in die Main. Kriegt ganz allein die Main-Kontrolle. Ich bin mir nicht sicher. Es kann aber sein, dass Yuri hinten anzählt. Genau, okay, nee, dann macht das nicht alleine, sondern in dem normalen Setup. Ja, und Vinny sogar mit einer Krieg dabei, also hat direkt ziemlich viel Geld investiert. Aber ich meine, das hatten sie ja, eine Eco gewonnen. Das ist wirklich ein Geldsegen. Und vor allem viele Waffen auch noch mit, so oder so mitgebracht. Weil ich sehe da drei AKs. Nehme ich zurück, wahrscheinlich nur die AWP mitgenommen. Ja, und smoken dann hier nochmal. Eigentlich ist das jetzt richtig gut gemacht von Furia. Jetzt könnten sie Mitte Kontrolle einnehmen, aber da wartet Castarato auf seinen Moment. Jade zieht sich da gerade zurück. Oh, und sie boosten als T. Geile Aktion. Habe ich noch nie so gesehen, glaube ich. Aber dann ist Jade nochmal zur Stelle. Der kriegt noch einen zweiten, der Mittelspieler, viel zu spät. Vinny übernimmt das schon. Castarato könnte immer noch überraschend eingreifen und Android ist da gut nach vorne. Sieht ihn an der Smoke, wird jetzt hier noch getaggt von Spacker. Durch die Smoke sogar noch der Frag und Castarato ist der letzte Überlebende. Keiner, der da über kurz verschoben ist. Nochmal Damage gegen Android, aber jetzt wissen sie, wo sich Castarato befindet. Und damit wird die Runde immer schwieriger für ihn. 25 Sekunden. Schönes Ding mit dem Gegenboost, aber es scheint nicht zu helfen. Er mollet hinten ab. Dann der Frag gegen Android. Da geht Stanislaw nochmal down und durch den Molly konnte Shazam auch nicht eingreifen. Ich weiß nicht, wie Complexity das noch verdaddeln konnte. Da muss der Full-HP-Spieler eigentlich in der Deckung stehen. Und jetzt kommt noch der Plant. Die Runde ist gerade nochmal super eng geworden. Schön geklatscht von Castarato hier. Kaike Serato, so sein Name. Shazam ist da schon vor. Ich glaube, das hat Castarato nicht mitbekommen. Jetzt sieht er den Schatten und gewinnt dieses One-on-Three. Geiler Klatsch von ihm. Gut gemacht, aber zu offen positioniert von Complexity. Ja, und da muss man ganz klar sagen, was sucht Stanislaw da bitte an der Wand? Sie hatten die Bombe doch auf dem Spot safe. Der wirft gerade den Molly, verrät ja mit der Granate sogar seine Position. Das hat Complexity wirklich gut verdaddelt, um ehrlich zu sein. So, Yay überzeugt gerade. Sehe ich genauso. Ist auch Top-Fragger mit 15 Frags gerade auf dem Server nach 7 gespielten Runden. Eine ADR aktuell von 143,5 und sieht man die KD hier eigentlich auch? Ich glaube nicht. Nee, die Kill-Death-Ratio wird da nicht angezeigt. Ja, müsste, ist glatt 2. Ich glaube, ich habe mich jetzt vertan. 15 Kills, 3 Deaths. Sie dann ist sie 5, ne? Eine KD von 5. Ja, 15 durch 3 ist 5. Also, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen.
So, Spacker. Ist ein Mitte-Stack, den Complexity hier spielt. Obwohl Furia bis jetzt eigentlich ziemlich direkt die Spots angespielt hat. So viel Mitte-Kontrolle haben wir von Furia noch nicht gesehen. Und jetzt haben sie halt B-Kontrolle und der Aufbau von Complexity geht jetzt nicht auf. Aber das ist eine schöne Sache. Sie gehen hier einfach gemeinsam zum Schachtgang, zum Schacht vor. Und da hat jetzt zwei Leute gesehen. Jetzt wollen sie den Frag hier oben machen. Sich eventuell noch boosten, aber da passt Vini nach hinten auf. Das war schön regiert. Sie boosten, um an die AK ranzukommen. Die scheint aber runtergefallen zu sein. Ist ein bisschen bitter. Immer noch nicht gepickt, jetzt erst. Und da hätte Vini auch fast noch verhindert, dass Shazam damit den 11 HP wegkommt. Aber kommt überhaupt weg, denn Yuri kommt schon hoch und erwischt Shazam sogar noch, wenn der gerade auf den Heaven hoch wollte. Also die AK wird auch nicht gesaved und so am Ende nur ein einziger Frag für Complexity in der Eco. Aber diese eine Eco hat für Complexity schon gereicht. Die können jetzt wieder kaufen. Und da ist gerade eine Pause drin, eventuell was Technisches. Okay, Complexity verliert jetzt auch aufgrund eigener Fehler die Kontrolle über die Partie. Dürfen jetzt hier bei einem technischen Problem natürlich nicht reden. So eine Hub-Musik in irgendeinem Retro-Game, ne? Gefällt mir aber die Musik. Oh, zeigt ernst den Fünffinger. Direkt wieder unbeliebt gemacht, der Brasilianer. KNG 2.0. Also aber Pause auch raus. Technisches Problem behoben. Noch ein kleines Herzchen für euch da draußen. Der KS Serato und... Wie gesagt, nächste Waffenrunde für Complexity. Man sieht nochmal, die haben runtergekauft. Dev diesmal offensiv in die Mitte. Aus irgendeinem Grund hat Complexity das Gefühl, dass sie die Mitte blocken müssen. Vielleicht auch nur ein Reed, Stanislaw und B jetzt mit dem ersten Frag. Es kann sein, dass er da getradet wird. Ja, aber auch da dann der Frag in der Mitte. Damit einer noch an B. Da hätte Yuri vielleicht auf den zweiten Frag gehen können. Aber Rotation über den Schacht kommt schon. Das ist Dev, der da an B unterstützt. Dev ist jetzt noch nicht hundertprozentig in der Partie drin. Auch Shazam muss hier ein bisschen aufpassen. Oh, und Dev schließt B sogar aus. Da folgt ihm Android. Und mit diesem Backstep rechnet Furia überhaupt nicht. Dieser Frag könnte sie jetzt schon die Runde kosten. Spacker war kurz im Überlegen, ob er nach hinten schaut. Aber mit der AWP hat er das Timing da gerade nicht gehabt. Das ist super gefährlich, weil sie auch keine Main-Kontrolle haben. Und auf dem Heaven oder unten, ja doch, auf dem Heaven oben steht Yay. Der, das ist so eine richtig fiese Position. Hier, ja, einen leichten Frag an der Tür bekommen. Der Refrag von Spacker fehlt, das war getunnelt. Der No-Scope, ganz schön, aber auch nur für die Galerie. Gerade mal zwei Frags bekommt Furia in dieser Runde von Complexity und Furia kann aber nochmal nachkaufen. Reserve, schauen wir mal. Wie sieht das Sparschwein aus? Nicht so gut. Wenn sie verlieren, kriegen sie 1900 und das reicht nicht für eine weitere Waffenrunde. Also ganz, ganz wichtige Runde jetzt, denn auch Complexity hat einiges nachkaufen können oder müssen und deswegen auch da die Reserve nicht ganz so gut. So, Furia mit dem ersten Frag in der Mitte. Yay, down, das ist schon mal gut. Denn, wie gesagt, yay, Top-Fragger mit 16 Kills aktuell. Sofort ist man da zurück auf den B-Spot geschoben. 1 Minute 30 noch. Furia flasht jetzt vor. Und ich glaube, das ist der Zugriff. Wirkt noch nicht so geschlossen. Diesmal wird die CD-Base-Smoke aber geworfen. Und da wird auch noch ein Molotov auf den Spot kommen. Schöner Molly da zum Eingang. Noch kann Furia nicht raus. Noch können sie ihre...
Granaten nicht ausnutzen, wenn sie überhaupt geworfen haben. Nochmal eine Smoke hinten an den Schachgang. Die Flash von Stanislaw. Kommt gut, zwei Spieler blind. Er kriegt auch einen Frag, geht auf den zweiten. Der Lower Peep. Oh, wie gut das funktioniert. Der Heaven-Spieler geht noch mit raus. Und Vinny Last Man Standing. Instant alle vier Frags da vor B gefallen. Oder auf B besser gesagt. Und Vinny. Ja, das darf Complexity jetzt halt echt nicht verlieren. Ein 1 gegen 4 für Vinny. Und jetzt haben sie ihn auch gespottet, ohne dass er einen Kill machen kann. Und da hat Dev natürlich einen sahnigen Winkel. Ganz, ganz schwer für die Schachgangspieler, einen Frag zu machen, wenn da einer oben auf dem Heaven steht und vor allem sehr tief Richtung Schachgang reinschauen kann. Hier nochmal die Aktion. Dev war blind, ich glaube, von der Team Flash. Er macht den zweiten unten im Müll. Und die beiden Spotspieler holen auch noch einen ab. Also das war wirklich sehr schön geblockt von Complexity. Gut getimte Flashes, 7:3. Und diese Key Round geht an das Team, das bereits in Führung ist. Und damit könnten sie die Führung auch ausbauen. Denn jetzt steht eben hier eine Eco von Furia an. Oh, es dürfte sogar eine Doppel-Eco sein, weil drei Spieler unter 2000 Dollar. Ein bisschen viel investiert von Furia in dieser Runde. Ich denke, da ist die Hoffnung groß, dass man gewinnt. Dass man die Eco vielleicht so einem Bombenplant als Minimalziel im besten Fall für einen Sieg noch nutzen kann. Shazam mit dem Frag gegen Art in der Tür. Gut gemacht von Vinny, aber vorher hat Stanislaw noch einen Frag bekommen. Der Smoke da rein, auch hier so ein bisschen als Fake-Flash genutzt, aber ganz hat es nicht funktioniert. Der Positionswechsel wird von Yuri abgefangen. Der ist jetzt aber letzter Überlebender und kommt nicht mehr an. Die AK wurde da vom E gebaitet. Und Complexity mit Runde Nummer 9. Drei Waffen gesaved. Okay fürs Geld. Vier Waffen wären natürlich noch schöner gewesen. Und Furia nimmt das zweite Timeout. Kurzer Reminder für euch, das ist ein Best of One, kein Best of Three. So, boah, wie der Coach da gerade am Reden ist. Erinnert mich ein bisschen an Enver, der Coach, ne? Na gut. So. Okay. Okay, weiter geht's. Die Musik, die bringt mich immer voll raus. Keine gute Musik. Na gut, wir schauen mal, was Furia für einen Plan hat. Erstmal Tempowechsel in der Main. Dabei ein Refrag von Yay. Es ist immer das bisschen zu viel, was Furia macht. Und da kommt der Schachtboost, was immer eine gute Sache ist. Gerade wenn man schnell einen an den Spots verloren hat. Weil der Schachtgang, oder der Schachtspieler besser gesagt, der ist ja nicht im Schachtgang, sondern im Schacht direkt drin, kann sehr schnell aushelfen, auch wenn ein Split gespielt wird, gegen diese 2-2-Deckung. Aber Complexity geht echt von den Spots jetzt sogar eher weg und kümmert sich gerade zu dritt um die Mitte. Das ist ein schöner Plan. Dev mit einem Kill. Android hilft in dem Moment aus. Das ist eine super Ablenkung. Stark reagiert und jetzt, nachdem sie die Überzahl wiederhergestellt haben, lassen sie die Mitte offen und gehen zurück auf die Spots. Furia versucht, diesen Mitteldruck von Complexity auszunutzen, um auf den A-Spot raufzukommen. Jetzt hat man die Cross-Smoke aber ausnutzen können, um einen CT-Spieler auf den Spot zu bringen. Dev kann über die Smoke ein bisschen besser drüber schauen und Spacker schießt vorbei. 10:3 für Complexity. Cash war anscheinend der richtige Pick für das nordamerikanische Team. Und auch ein sehr schöner Call hier mit Ground, mit drei Leuten die Mitte dann zu halten. Und da der vierte, der kann aus dem Schacht ja sogar noch mit eingreifen. Sehr schöne Runde von Complexity. Sehr schöner Midground-Call auf der CT-Seite. Ist immer ein bisschen gefährlich, seine Setups da zu wechseln. Aber wenn es funktioniert, dann kräht kein Hahn mehr nach. So, und Stanislaw hier mit dem ersten. Drückt noch weiter durch. Will vielleicht ein bisschen viel, aber hinten Yuri noch bekommen. Der Molly direkt auf die Rampe, der drängt Android tatsächlich einen Schritt zurück, also die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt worden. Da kommt der ja aber die Mitte dann vor und ich glaube, jetzt zerfällt es bei Furia. Wirkt sehr motiviert, vielleicht schon übermotiviert und ein HP bei Yay, der zeigt sich jetzt nicht mehr. Lässt die Schalli M4 da arbeiten? Nee, das ist die normale. Sogar eine AK bei Dev, entschuldigt. Ja, und so kann Yay sogar überleben mit dem 1 HP. Und Complexity. Sehr hohe Führung hier zur Halbzeit. 11:3. Wenn die heute richtig Gas geben, kann ich wahrscheinlich noch
die dritte Map von Big gucken. Aber dafür muss wirklich alles sehr eindeutig passieren. Eieieiei. Na gut. Ich glaube, ich rechne mal eher nicht mit. Unverhofft kommt oft, ne? So, yay. In der Mitte allein gelassen. Und da kommt jetzt der Türpush von Complexity. Und Furia baut auf. Wie in der Pistole. Und eventuell wieder mit Art über die. Verzögert über die Mitte. Aber da verlieren sie schon den ersten an B. Weiß noch nicht, was Castarato da machen wollte. Fenster offen. Kein Contact an der Tür. Das Ding ist, dass Dev mit der Main ein bisschen aufpassen muss, wenn er rausläuft, weil sie nicht wissen, wie viel Main-Kontrolle da ist. Und Shazam verschießt. Er hat sich da für einen sehr schwierigen Schuss entschieden. Flasht nochmal, setzt Art unter Druck und der sagt jetzt, okay, ich fake das einfach als A-Kontrolle. Währenddessen geht Yay aber die Mitte vor und Art geht down. Sie merken keinen weiteren Druck aus der Main. Gleich der Backstep von Yay, der muss aber noch ein bisschen warten, bis der Drucker an B kommt. Und da stellen sie Stanislaw schon mal hinten rein und Yay ist da gerade durch. Super Timing, die Bombe down. Da muss man nochmal zurück, Spacker. Kann er das mit dem Frag nochmal ausgleichen? Das wird verdammt schwer. Stanislaw arbeitet schon mal nach vorne. Flasht sich da, ich wollte gerade sagen, nochmal rein, aber wartet erst nochmal ab. Und jetzt ist sogar schon am Schacht ein bisschen Support da durch die AWP. Yuri könnte das handeln. Stanislaw down. Die One-on-One-Duelle bieten sich da kurz nacheinander an. Und Android zeigt sich nicht. 28 Sekunden. Da ist Dev jetzt auch komplett durch. Shazam darf nicht in den Schachtgang reinschauen. Mega viel Druck auf den Spot, auf Android. Und jetzt ist der Schachspieler auch noch down. Android fällt ebenfalls. Die Runde kippt tatsächlich noch. Complexity kommt auf die vielen Informationen, die sie da sammeln, einfach überhaupt nicht klar. Keine guten Setups gewählt für die Informationen, die sie haben. Und Dev im 1 gegen 2. Gerade gesehen worden. Gut Damage, aber am Ende nochmal eine vierte Runde für Furia. Also, Complexity hatte hier schon viele Fehler drin, aber auch ein paar sehr gute Sachen. Das hat sich da manchmal abgewechselt. Insgesamt eine gute Halbzeit von ihnen, 11 zu 4. Ich bin gespannt, ob die Brasilianer auf ihrer CT-Seite genauso gut stehen können. Im Normalfall würde ich sagen, wenn zwei eingespielte Teams gegeneinander spielen, ist Cash eigentlich ausgeglichener. Furia hat mir eigentlich durchgehend nicht gefallen. Sie haben gutes Klatschpotenzial gezeigt. Aber mehr eigentlich auch nicht. Ihre Execute selten erfolgreich gewesen. Manchmal sogar sehr desaströs mit Rookie-Fehlern, die man da gesehen haben. Die man da gesehen hat. Und ja, hier Main-Kontrolle für Complexity. A auf Retake gedeckt, 3 Mann B. Also wir wollen A Fake. Mal schauen, wie schnell Furia da rotiert. So, dann noch die Flash. Durch. Und sie sind auf dem Spot. Und ihr seht die Rotation. Die gehen alle weg. Die gehen alle weg. Und Complexity merkt, das ist auf Retake. Und jetzt schicken sie die Bombe noch Richtung A. Weil auch der Retake anscheinend gerade ein bisschen lange dauert, wenn sie die Bombe drauf auf den Spot packen. Dann wird es wieder gefährlich. Und jetzt merken sie gerade, boah, 2 an kurz. Winnie mit dem ersten Frag. Die Bombe kommt über die Tür, aber da noch ein Frag von Yuri. Jetzt wird die Bombe gelegt, aber sicher in der Ecke. Kein offener Plant. Ich glaube, sie bauen nochmal um. Da ist Yay tatsächlich nochmal raus, Bakker. Aber da wird Stanislaw mit dem Backstep auch noch aufgehalten. Oh, wie kann diese Runde zerfallen? Stick to the plan, sage ich dazu nur. Dann wäre das so gut aufgegangen. Hätten sie sogar noch Leute vom A-Spot wegkicken können. Verzögerter Molotov, der den Plan verändert. Yay dadurch ohne Deckung. Kriegt er echt noch einen Frag. Die Runde kippt nochmal. Ist wieder offen. Complexity jetzt im 2 gegen 2. Jetzt im 1-on-2 für Yay mit einem HP. Ja, und das wird er wohl kaum machen. Boah, und kriegt da echt noch viel Damage rausgedrückt. Heiliger Bimbam. Ich kann das Rotieren von Complexity verstehen. Aber je länger ich brauche, um Richtung A zu kommen, desto größer ist doch der Druck von Furia zu rotieren. Eigentlich hatten sie alles richtig gemacht und hätten einfach nicht verschieben dürfen, weil es zu lange dauert. Stick to the plan. Bleib bei deinem Plan. Schöner Schuss von Vinny. Wichtiger Shot von Spacker. Da haben am Ende echt nochmal ein 2-on-2. Weil auch da irgendwie die letzte Konsequenz von Furia gefehlt hat. So, Castarato mit der Offensiv. Der Plant war ja da. Die Full Eco bei Komplett. Full Eco kann man es kaum nennen. Sie haben ein bisschen was investiert, weil ja auch ein bisschen Damage oder ein bisschen Geld reingekommen ist durch Kills. Werden nächste Runde auf jeden Fall auf AKs gehen.
Dann haben die Nades in der Mitte erstmal abgewartet und jetzt wird geboostet. Das ist Stanislaw mit der P250. Castarato ist dann in den Schacht reingegangen. So, und Stanislaw hat's gesehen. Castarato direkt mal gefaked, dass er runterdroppt. Das wurde aber abgezielt von Dev. Da muss man ein bisschen weiter springen, nicht direkt in die Ecke rein. Castarato ist ja gut unter Druck, aber holt doch einfach Zeit raus. Kein wirkliches Duell, das er da eingehen muss in der Situation. Und bisher auch noch nicht viel Damage kassiert. Und bis hierhin eben kein Entry-Kill für Komplexe. Sie wissen nur, dass der Schachtspieler eben raus ist. Und jetzt bauen sie das zu einem B-Split auf. Kann funktionieren. Castarato hinten in der Dusche. Muss erwartet werden. Einen hat er gemacht, aber der Refrag kommt. Sparkas Nate passt ganz gut. Und auch sehr schön einzeln die Duelle da gesucht. Die Nate auf dem Spot macht einiges an Damage, aber er kriegt seine Frags sehr sauber. Ja, und Shazam mit der MP9 im Schacht aufgepasst. Der Sprung war es dann eher nicht, wo das passiert. Aus Versehen im Eifer des Gefechts. Folgerunde für Furia. So, und Complexity kann kaufen. Yuri, die Smoke vorne ein bisschen zu tief, die hat rechts eine dicke Lücke. Und auch hier sehr früh der Shroud Boost. Ansonsten wartet Complexity da erstmal ab. Haben mit Android jemanden etwas offensiver stehen. Sogar zu zweit vor B, das sieht man auch nicht oft. Und der Molotov, der wird Yuri da überhaupt nicht stören. So, an der Tür gibt es übrigens kein Duell. Art ist ja hochgeboostet, über die Tür kommt Android vor. Der könnte Vinny da aus dem Spiel nehmen, aber auch die Gelegenheit lässt Android liegen, zieht sich aus der Tür wieder zurück. Und mit der Cross-Smoke weiß Yuri natürlich, dass da gleich was kommen kann. Aber Yuri hat die Information, keiner crossed in den Schachtgang. Und eigentlich wäre das jetzt sogar der Moment, wo Spacker schon mal verschieben könnte. Denn nur noch 45 Sekunden. Aber ich habe das Gefühl, Complexity will wieder ein B-Split draus machen. Und rechnen sie jetzt mit der Position von Yuri so spät in der Runde. 35 Sekunden. Stanislaw in der Mitte. Die Flash-Richtung kurz. Alles sehr spät vorbereitet. Ultra später Go. Die Ecke wird gecheckt. Keine Chance für Yuri. Castarato schon oben dabei. Art ist jetzt auf A noch down gegangen. Kein zweiter Frag für Castarato. Es ist nur noch Vinny. Und der ist auf dem A-Spot. Die Bombe kommt auf B. Die wird auch gelegt. Das wird er nicht mehr verhindern können mit dem Timing. Und Complexity mit dem sehr langsamen Spiel, aber mit dem sehr explosiven Zugriff auf B. Wirklich erfolgreich gewesen. Ging leider sehr schnell. Ich habe nicht jeden Frag mitbekommen. Aber sie haben den B-Spieler auch geholt, ohne dass er Schaden gemacht hat. Oder hat maximal einen gemacht. Wer hat denn noch einen Frag gemacht? Das ist Castarato und Vinny. Und Castarato war ja auf dem Heaven. Also der Spotspieler hat nichts tun können. Wahrscheinlich, weil es zu explosiv war, weil seine Position vielleicht geprefired wurde. Ja, schwer einzuschätzen. Eigentlich harte Furia-Info. Aber das ist gut gespielt von Complexity. Sie werfen eine Cross-Smoke, ohne den Schachtgang einzunehmen. Und gehen am Ende doch vor und vergessen nicht, diese Ecke hinter der Box zu checken. Also sie faken sozusagen B an, ohne auf B zu gehen, was für den Gegner so aussieht, als würde sich das Spiel Richtung Mitte und Richtung A orientieren. Und am Ende gehen sie dann doch nochmal auf B drauf, weil sie wissen, es könnten weniger Leute da sein. Also insgesamt hat Complexity das sehr gut gemacht, sehr gut vorbereitet. Ja, der Coach im Hintergrund macht auf jeden Fall gut Stimmung im Team. So, Complexity, das war eigentlich eine ziemlich lange Pause, also könnte ein taktisches Timeout gewesen sein. Und Furia hat teilweise runtergekauft. Ah, ist ein bisschen Kraut und Rüben, dieser Bay. Gefällt mir nicht ganz so gut. Und Dev macht jetzt mit Cross-Smoke Molly erstmal ein bisschen Stress an B.
Und Furia steht da mit drei Leuten. So, Art. Sieht er eventuell Jada? Jay zielt die Smoke, aber er weiß, er muss geduckt bleiben. Den Step nicht den hat er noch gehört. Und Jay kommt aber ohne Damage raus. Und jetzt muss Art die Main natürlich nochmal aufgeben, wenn die Smoke weg ist. Also beide vertreiben sich da gegenseitig. Da ein bisschen Damage gegen Shazam. Nicht nur ein bisschen, das waren zwei Treffer von Yuri. Der war auch schon ein paar Hits kassiert oder Nate Damage. Er darf nochmal. So wie es aussieht. Aber prefired so, dass er nicht in Death reinläuft. Sieht Death die Füße? Ich glaube nicht. Der Winkel passt nicht. Da droppt jemand runter. Nochmal Damage hinterher. Jetzt die Flash der Molly. Sie arbeiten weiter mit dem B-Fake, so wie es aussieht. Die Bombe noch in der Mitte und jetzt gehen sie zurück. Sehr B-orientiert jetzt das Spiel von Furia und Complexity. Nimmt den A-Spot jetzt auch ein. Vini da oben direkt geholt und das war eine der Rifles. Die Rotation kommt, die Bombe jetzt gleich über die Main raus. Vom Timing her keine Probleme. Und ich glaube, Furia hat sich bereits dazu entschieden, die Waffen zu saven. Es sieht aktuell sehr chaotisch aus, die Entscheidungen, die Umsetzungen von Furia. Gefällt mir noch nicht ganz so gut. Da sieht Complexity deutlich entspannter, deutlich strukturierter aus als die Brasilianer. So, und Complexity. Sogar eine Flawless Round jetzt obendrauf in der Runde, in der Furia zwei Rifles hatte. Aber die waren auch gesaved. Zumindest eine davon. Und die M4 von Vinny, da versucht Spacker jetzt nochmal ranzukommen. Ich meine, der hat noch eine Smoke. Könnte man gerade mal auf Spacker wechseln. Ah, der hat gehofft. Ah, die M4 ist sogar dahin geflogen. Also hat er gut gemacht. Hat die M4 noch bekommen. Starker Move von Spacker und Complexity. Trotzdem auf dem Weg ins Winner Bracket Finale von Gruppe B einzuziehen. Furia hat jetzt auch nochmal kaufen können, auch wegen der zwei gesaveten Waffen. Also vom Money Management her doch gar nicht so schlecht, was Furia da gemacht hat. War aber auch sehr situationsbedingt, dass sie das machen konnten. So, Spacker weiß, dass da der Molly hinkommt. Schöne Idee, die Smoke vor dem Molly zu werfen, direkt reinzuzielen. In der Mitte der Push von Cacerato aufgehalten worden. Direkt mal zwei Frags für Complexity, die das Tempo eigentlich nicht mal anziehen müssten. Aber sie wollen jetzt direkt den B-Spot einnehmen. Yuri auf dem Spot, eigentlich gar nicht so schlecht im Spiel drin. Wie viele Frags kann er da machen? Da kommt die Support-Flash, kriegt den ersten, kriegt den zweiten, die Bombe down. Währenddessen ist Vinny noch mit rausgelaufen. Blind den Frag gegen Shazam bekommen, da kommt noch eine Flash. Jay wartet ab, sehr gut von Yuri da. Sauberer Triple-Kill. Und Android Last Man Standing. Schönes Setup da übereinander, da kann Android auch nichts mehr machen. Ja, schade, eigentlich zu schnell gespielt von den Jungs von Complexity. Sie hatten eigentlich noch den Blick nach hinten, den Schachtgang unter Kontrolle. Da kann man auch erstmal abwarten, den Gegner in einzelne Duelle zwingen, anstatt direkt ein Go zu spielen, bei dem Furia vom Timing her gute Support-Flashes werfen kann. Das war leider kein guter Überblick vom Mid-Round-Call her. Und da ist auch die Smoke verworfen worden. Der Molly kommt, ja, da müssen sie abbrechen. Da eventuell auch der Plan für diese Runde mit schneller Mittelkontrolle erstmal weg. Und damit bin ich jetzt erstmal die Tür reingeflasht. Kleiner Move, recht gut getimed meiner Meinung nach. Und der zweite Molly kam nicht ganz so gut. Vielleicht war es auch der Molly von Complexity, um die Position vorne abzuzielen. Die Mittelkontrolle bleibt jetzt also das Ziel der Amerikaner. Und Art kann die Mitte eben nicht reinziehen. Er bräuchte eine Support Flash vom A-Spot, aber da boosten sie erstmal auf die Kiste. Und Vinny hat da eine AUG. Gar nicht so schlecht. Die macht auf Distanz ordentlich Schaden. Und wäre sogar ein One-Shot gegen die Helme von Complexity. So, Shazam erstmal hier. Muss eigentlich noch links die Kiste checken, ob da jemand steht. In der Mitte die Kontrolle für Complexity dann da. Die Bombe muss noch geholt werden. Sie warten noch ein bisschen. Mit dem Reinlaufen in den Schacht. Das Gefährliche ist immer auf die Kiste springen, dabei kurz checken. Da kann man schnell geholt werden. Yuri weiß, dass es schnell Richtung B gehen kann. Deswegen geht er mit zum Spot. Spacker hier vorne mit dem Entry-Kill. Da geht Yuri aber down. Spacker immer noch alleine. Molotov würde hier helfen, aber den haben sie nicht mehr. Yay, aber mit dem nächsten Entry. Die Smoke liegt, der Bang von A findet kein Ziel.
Und sie können die Bombe auch für den Schachtgang legen. Das wird jetzt sehr gefährlich für Furia. Die könnten hier resettet werden, aber die Flash anscheinend wohl schon bereit. Die geht raus. Nate auf dem Spot. Ja, aber mit den nächsten beiden auf dem Weg zum Ace. Winnie bangt hier ein bisschen und der wird seine Aug natürlich saven gehen. Wie sieht das Geld aus? Wir haben es gerade eingeblendet. Ich sehe es leider nicht richtig. Ah, oh, da geht er auch noch down. Ich sehe 5 bei ihm, einer mit 3. Eieiei, nee, das ist es nicht. Das ist eigentlich keine Buy-Round, aber vielleicht forcen sie das nochmal mit dem Geld. Yay's Entries. Saubere Shots und hier nochmal der Doppelkill. Da reihen sie sich auch auf. Eigentlich gut getimt, aber klar, die Schwierigkeit ist eben da, den Gegner im Schachtgang zu flashen. Der kann sich richtig gut vor Flashes verstecken, schnell rumziehen und diese Flash, die man für sich wirft, gegen einen verwenden. Shazam, Doppelkill an B. Das ging schnell. Winnie ist in die Mitte reingekommen. Das ist das nächste Mal, dass sie mit B-Aggression Mitte einen reinschicken. Dev muss dieses Mal drunter leiden, aber da kommt Winnie nicht an die Waffe. Ja, und den kriegen sie dann auch noch raus, weil sie zwei Leute in der Mitte gegengeboostet haben. Geht Complexity jetzt auf A oder B? Und es ist wieder eine Situation, wo sie eben nicht schnell spielen müssen. Wo Furia wahrscheinlich sogar auf ein 1-1-Setup umstellen wird, je länger die Runde dauert. Sie bleiben gerade auf B und Complexity entscheidet sich dafür, den A-Spot einzunehmen. Die Cross-Smoke kommt. Jada ein bisschen übermütig reingesprungen, aber das ist ihnen gerade egal. Sie wissen, dass sie traden können und dann immer noch den Vorteil haben. So, Bombe gelegt. Und da sieht man Furia auch direkt saven. Also, wären sie auf B gegangen, hätten sie es nochmal versucht zu blocken. Sie gehen auf A und Furia sagt direkt, wir gehen saven. Jay schließt schon mal nach hinten aus. Ob von da jemand kommt und... Ja, wie ist das Geld bei Complexity? Auch nicht so gut, aber um sich die nächste Runde, die vielleicht 16. Runde für Complexity dann leichter zu machen, wäre es vielleicht sogar besser, man würde hier noch ein paar Waffen investieren, aber da geht keiner in Richtung CD Base und so wird Furia diese beiden Waffen für die nächste Runde noch haben und dann muss man natürlich auf diesen beiden Waffen aufbauen. Das ist jetzt erst die zweite Runde in Folge für Complexity, die 15. Und damit haben wir 8 Matchpoints hier für Complexity. Das eindeutig bessere Team aktuell. Hier sehen wir die Shots von Shazam. Ja, war wirklich ein gewagter Move vom zweiten Spieler. Ich gucke gerade nochmal, das war Yuri, der da nochmal reingelaufen ist. Und Complexity baut hier jetzt auf ein A-Go auf. Sie wissen, dass Furia da nicht viele Granaten hat. Art hier schon rein und er hat nicht damit gerechnet, dass schon einer durch ist. Wichtiger Frag, denn eine der guten Waffen ist down. Oder ist die einzige gute Waffe, um ehrlich zu sein. UMP und MP9 müssen das jetzt noch handeln. Und da ist Winnie gerade gesehen worden. Fällt auch noch die erste UMP am Boden. Die zweite rotiert gerade auf den Spot. Castrato abge... Molly, dann aber die Flash gegen Sparker nach seinem Kill. Castrato down. Und das... wird wahrscheinlich keine Knochenregel. Yuri an der Diegel. Gegen 4. Der Molotov vor den LKW. Yuri hat kein Diffuse-Kit. Er hat noch eine Flash. Was will er denn da bitte tun? Jetzt einfach noch ein paar Headshots fürs Gefühl. Aber die kriegt er nicht. Dev mit dem letzten. 16:7. Gewinnt Complexity gegen Furia. Und damit... ist Complexity im Winner Bracket Finale von Gruppe B. Ja, tatsächlich, nur ein Match muss man da gewinnen. Und Furia, ja, ich bin ohne Erwartungen in das Spiel reingegangen und trotzdem enttäuscht worden von Furia. Denn das war doch dafür, dass es ihre beste Map ist von der Winrate her, sehr, sehr wenig, was Furia uns da gezeigt hat mit vielen, vielen groben Fehlern. Ja, wir haben... natürlich gleich noch ein Nachmatch-Interview. Ich warte kurz ab, bis wir dazu kommen. Da werden wir dann ein paar Stimmen von Complexity hören. Die Musik ist aber auch mal sehr laut, ne? So, noch ein paar Stimmen von Complexity hören. Und was bleibt festzuhalten? Ich denke, Complexity hat gezeigt, was sie können. Sehr gutes Spiel abgeliefert. Vor allem Jay hat mir gut gefallen. Der hat sich warm geschossen gegen die Brasilianer. Wir haben als nächste Partie übrigens, lasst mich gerade nochmal schauen, Rogue gegen Dignitas, mir ist es tatsächlich noch eingefallen. Die spielen gleich gegeneinander. Ich bin gespannt, wie Dignitas performt. An sich ist Rogue kein schlechtes Team mit Hiko und Kadian. Die Namen dürftet ihr kennen. Und für mich auch mit einer der Favoriten in diesem
America's Miner, wenn ich ehrlich bin. Die beiden Teams, die gestern übrigens weitergekommen sind, weil wir jetzt hier über 800 Leute sind, die zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Das waren Energy und E-United, beide gut gespielt. Und da ist das Interview, wir sehen uns gleich wieder. Some of the members of Complexity. Sorry, we're only speaking to everybody, Shazam, don't worry about it. I'd like to get your initial reaction straight away, since you're right next to me. Sounds good. What's up? Well, tell me about that matchup. How are you feeling right after it's all said and done? Pretty good. I mean, I think it went the way we kind of expected. You know, we lost to them last time we played them in California, and we feel like we just kind of like played a little careless, and right now we just played with no mistakes. Def, we've seen the meta on Cash develop. Peter, come in as well, because we can throw this to you too, since you're leading. We've seen the meta on Cash develop over time. As of recent, it's not been as CT side, but you guys had a storming CT half. What was going on? We were just being aggressive where we needed to be. We were taking A main, we were controlling mid too. So, I mean, we just played way better than we did last time we played them. So, looking forward to the rest of the tournament. Peter, since you and Shazam joined the team, it seems like this project has only developed from strength to strength. Is that partly showing now since these guys beat you in the regional qualifier for Zotac? Yeah, like these guys said before, in Zotac, it's just we made way too many mistakes. And here, the more LAN experience we're going to get, the better we're going to get. So it's just a matter of experience and improving with each event. And yeah, we're always on an upward trend. I remember the last couple of events that I've spoken to you at, or at least the last one within the last month or so, you spoke about improvement and specific things that you want to do, the effect that you guys want to have on the team. Have those been going to plan, and what are they? Yeah, the main one, I think, when we first started was communication, and that was improved from day one, because our first event was DreamHack Austin, and communication was absolutely horrible. And from then on, it's been, I think, probably one of our best attributes. And then, like, from there, we just go back to watching demos and just fixing some small mistakes. Because once you fix, like, out-of-game problems, attitude and communication and stuff, then the in-game stuff's pretty easy to fix. And before I put the final questions to your teammates, Peter, what do you think about the other teams in your group? We know everything we need to know about them. And I think if we just play like we played today, then should be no problem. All right, Dignitas and Rogue, potentially one of those two you'll be playing next. Shazam, final question to you about yourself personally, joining Complexity. You're a player that's kind of been bouncing around teams for a couple of years now, trying to find a stable home. It looks like here on Complexity, you might have found it. Yeah, definitely. It's like, you know, I've been on a lot of teams by this point in my career, and I've never been treated so well as a player, taken care of with any other org. You know, Complexity has by far been the like best experience I've had as a player. So, all right. Well, it's great to hear. And Def, Rory, we have to talk about it, mate. What is it? England. England. Okay, we're going to win the whole thing. We made it to the semis. Is it coming home? It really is. It really is. Croatia is going to be easy, and then I don't know who we're going to play yet, but it's coming home. It's coming home, guys. You heard it from Rory. Let's head back to the desk. Und mit den Highlights gebe ich ab in eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder für euch da mit Rogue gegen Team Dignitas. Bleibt auf jeden Fall dran, denn hier geht's gleich weiter mit dem America's Minor im Rahmen des Faceit Majors.